Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Ich bin Marco Heckel. Hier soll es um EM, effektive Mikroorganismen gehen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute soll es um ein EM-Produkt vom nicht ganz anderen Ende der Erde gehen, nämlich aus Indien, ein indischer Kaffee, ein indischer EM-Kaffee. Und da werde ich oft gefragt, was? Ihr macht in den Kaffee EM rein, was soll das denn? Nee, ganz so ist es nicht, sondern der EM-Kaffee aus Indien, also den verkaufen wir auch über unseren Shop, ne? Das schon sehr, sehr lange und haben da viele treue Kunden. Und der ist, ja, also ich selber bin kein Kaffeetrinker. Ich weiß nicht, ob man es mir vielleicht hier und da ansieht, aber ich bin doch ein bisschen ein hibbeliger und aufgeregter Mensch ganz oft und bin sozusagen sowieso schon auf einem hohen Aktivitätslevel, wenn ich noch Kaffee trinke. Ja, ich habe einfach nicht gemerkt, dass das noch irgendwas bei mir auslöst. Oder dass mir das irgendwie sympathisch ist, habe mich nie daran gewöhnt, Kaffee zu trinken. Ich trinke gern Tee. Ich bin Teetrinker. Es gibt übrigens auch EM-Tee, das vielleicht mal ein andermal, vom gleichen Hersteller aus Indien. Aber wir haben viele, viele Kaffeetrinker in der Firma. Das heißt, unsere Mitarbeiter werden mit diesem Kaffee versorgt, damit sie auch wach, leistungsfähig und gesund sind. Kaffee soll ja inzwischen, sagt man das ja sehr eindeutig, dass es gut ist für die Menschen, die es vertragen und die es mögen, dass es den Stoffwechsel in Gang bringt, dass es Diabetes tatsächlich vorbeugt, vermindert und solche Sachen, ne? Also jetzt, das ist jetzt nicht im Zusammenhang hiermit, ne, das ist jetzt keine Gesundheitsaussage, aber da bin ich immer wieder überrascht, was jetzt alles so an Studien rauskommt, wenn ich da auf meiner Lieblingsnachrichtenseite bei Dr. Mercola surfe, dann heißt es ja schon, vier Tassen Kaffee am Tag sind besser als 2000 Kaffee und so. Also tatsächlich, es ist ja ein Pflanzenprodukt mit ganz vielen besonderen Pflanzeninhaltsstoffen, inklusive Koffein und wenn man das nicht mit Zucker und Milch ertränkt, sondern tatsächlich die guten Inhaltsstoffe da aufnimmt, dass ein guter Kaffee ist, der gut verarbeitet ist, gut geröstet ist, dann scheint das interessant zu sein für ganz viele Sachen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, die gesundheitliche Wirkung soll es hier gar nicht gehen. Das will ich hier überhaupt nicht, das ist hier nicht das Thema und ist, gilt definitiv jetzt nicht für dieses Produkt, dass das, dieses jetzt der gesunde Kaffee ist. Nein, nein, es ist ein ganz typischer Kaffee jetzt einfach so von der Wirkung. Aber mal zu dem, was macht denn diesen EM-Kaffee aus? Warum ist das denn ein EM-Kaffee? Und da habe ich schon vor, wann war das? Das ist 2015 vielleicht, 2005, 2006 gewesen, habe ich mal auf dem Gelände der Firma Emico damals in Heimerzheim ein damals noch Heimerzheim, ein auf dem Dützhof, ein Vortrag gehört und die Kaffeerösterei, die Kaffeerösterei gesehen von Peter Werner. Das sind also zwei Firmen, die da zusammenarbeiten, die Emico mit EM und der Peter Werner. Und Peter Werner ist ein engagierter Unternehmer, Kaffeeliebhaber und der viele Indien-Kontakte hat und der hat es sich zur Aufgabe gemacht und es geschafft, dort Kontakte aufzubauen zu Kaffeebauern, zu Bauern im Hochland von Kodagu in Südindien. Und da hat er eine ganze Reihe von Bauern unter Vertrag genommen, dass die und im Wald, so wie Kaffee eigentlich, Kaffee ist ja eigentlich eine Waldpflanze, eine Buschwaldpflanze, die unter Bäumen wächst, dass die im Wald, also quasi unter Permakulturbedingungen mit teilweise Beschattung von Bäumen, Kaffee anbauen und dass sie den mit EM anbauen. Das heißt, dass sie ab und zu EM sprühen auf ihren Flächen, dass die organische Reste mit EM fermentieren, Bokashi machen. Vor allen Dingen bei der Kaffee ist ja eine Kirsche, der Kern, Kirschkern, das ist ja quasi das, was die was der Kaffee ist. Diese Kaffeebohne ist der Kern der Kaffeekirsche. Und da gibt es natürlich jede Menge Fruchtfleisch drumherum. Nicht so sonderlich viel, aber es ist einiges an Fruchtfleisch, was da
wegtrocknet oder eben mit viel Wasserkraft abgewaschen werden muss. Und da fällt jede Menge, also mindestens so viel Reststoffe, allein bei der Kaffeewäsche, mindestens so viel Reststoff an, wie Kaffee anfällt. Das heißt, die haben da jede Menge organisches Material, sowieso, wenn sie den Kaffee schneiden und so, die Büsche, dass sie da jede Menge organisches Abfallmaterial haben, was sie bisher nicht genutzt haben, was irgendwo rumgelagen ist, gelegen ist, auf Haufen gestunken hat, noch Sachen vergiftet hat. Das wird jetzt mit EM zu Bokashi gemacht, also zu einem milchsauer fermentierten Kompost quasi. Milchsauer fermentiert wie Sauerkraut, die fermentieren diese Reste und bringen die wieder zurück auf den, in den Kaffeewald als Dünger. Und auch sonst wird kein Kunstdünger verwendet, werden keine Gifte verwendet. So, das sind kleinbäuerliche Farmen, die er da unter Vertrag nimmt, die natürlich dafür, dass sie diesen Regeln folgen, und er besucht die zweimal im Jahr und prüft, dass sie da alles richtig machen, importiert entsprechend immer ein paar Container Kaffee und inzwischen auch Gewürze und Tee und so weiter. Und das ist natürlich das ursprüngliche fair gehandelte, weil man mit direktem Kontakt mit den Bauern denen sogar nicht nur ein gutes Geld gibt, sondern auch noch anleitet, wie man denn vielleicht effizienter sogar und mit dauerhafter Bodenfruchtbarkeit guten Kaffee anbauen kann. Interessant ist sicherlich, ich habe es ja hin und wieder mal erwähnt, in Brasilien mal eine Kaffeefarm besucht von José. Hallo José in Norden des Staates Sao Paulo, im Vale Paraíso, im Paradiestal. Und da habe ich ein Anwendungsgebiet gesehen, was wirklich perfekt ist für Kaffeeanbau, nämlich der Kaffee wird ja nach der Ernte gewaschen. Man muss diesen ganzes Fruchtfleisch und Dreck und Äste und so runterwaschen von der von dem Kern, von dem Kirschkern, von der Kaffeebohne, dass man erstmal den Rohkaffee hat. Und der, das wird mit typischerweise mit hohem Wasser, mit so einer Waschanlage mit hohem Wasserdruck und viel Wasser geleistet. Das Wasser läuft immer im Kreis. Er hatte da so eine Anlage, die 7000 Liter Wasser im Kreis fiel und das eben mit Hochdruck da diese Kaffeebohnen frei wäscht. Und ideale Möglichkeit, EM anzuwenden, ist in dieser Kaffeewäsche, und das ist auch genau das, was der Peter Werner macht, in diese Kaffeewäsche da EM mit rein. Dann haben wir folgende Effekte. Erstens wird das Wasser nicht so schnell dreckig. Es kommt da keine Fäulnis oder Schimmel. Dann haben wir diese EM-Mikrobiologie schon gut verteilt auf der sauberen Rohbohne. Die Rohbohne wird ja dann nochmal getrocknet auf Freiflächen über ein paar Tage, bis sie so weit trocken ist, dass man sie in Säcke abfüllt und handeln kann. Und während dieser Zeit kommt es auch gerne zu Schimmel- bzw. Fäulnisprozessen, aber vor allen Dingen Schimmel an dem Kaffee. Am Rohkaffee. Und wenn da aber EM drauf ist, dann eben nicht. Dann entsteht da kein Schimmel drauf. EM ist ja wunderbar gegen Schimmel geeignet in diesem Zusammenhang. Und dann haben wir natürlich EM im Wasser. Gut, wenn man das Wasser danach zur Bewässerung einsetzt. Wunderbar. Und auf den ja, nochmal genauso viel organischen Material, was als Abfall in Anführungszeichen, anfällt. Das heißt, wir haben das Material schon perfekt mit guten Mikroorganismen geimpft. Jetzt müssen wir es nur noch abdecken. Verdichten, dass es unter Sauerstoffabschluss zu Bokashi werden kann. Es stinkt nicht, es fault nicht. Es wird milchsauer fermentierter Kaffeekirschfleisch. Und das kann man dann als wunderbaren, guten Dünger wieder zurückbringen auf die in den Kaffeewald. Genau, also das nur mal auch, wenn Sie einen anderen Kaffeebauern kennen, der mit Abstand effizienteste Weg, um EM anzuwenden im Kaffeeanbau, ist bei dieser Wäsche von Kaffee. Da ist er wirklich wichtig, wichtig, wichtig. Da kann er richtig viel mit ganz wenig Aufwand ganz viel leisten. Und da rechnen wir so auf 1000 Liter Waschwasser 1 Liter EM. 1 zu 1000, das reicht aus. 7 Liter EM, ne? Wenn Sie 7000 Liter am Tag da verbrauchen, das ist so ungefähr einmal am Tag erneuern die das da, zumindest da, wo ich das gesehen habe. Dann haben sie da 7 Liter EM verbraucht und aber dafür schon ihren halben Betrieb mit EM geimpft. Sehr, sehr günstige Geschichte, sehr große Wirkung. Und gleichzeitig der Rohkaffee ist nicht schimmelbelastet. Auch das wird sicherlich einen Einfluss dran haben. Dann
Das ist eines der Merkmale von EM-Kaffee, dass es eine extrem niedrige Schimmelbelastung als Rohkaffee hat. Als gerösteten Kaffee kann man das dann kaum noch nachweisen, aber wie wir wissen, hat auch das darüber hinaus, also mit der Oxidation der Kaffeebohnen und so, das hat auch da eine Qualitäts- bzw. auch dann noch eine Wirkung, auch wenn man die jetzt nicht mehr so ohne weiteres chemisch nachweisen kann. So, garantierte Abnahme der Ernte, faire Preise, wird die Existenz der kleinen Kaffeebauern gesichert. Es wird gemischt für das Rösten dann, für uns wird Standardsache für die Kaffee Casolo. Es gibt auch noch einen Kaffee Espresso, den haben wir jetzt nicht im Shop, wenn man da, der ist noch ein bisschen teurer, das ist schon ganz schön teuer hier, weil es eben wahrscheinlich in so kleinen Chargen eben auch importiert wird. 11,50 Euro für 100 Gramm, für 500 Gramm 11,50 Euro und für 1 Kilogramm 22 Euro. Das ist dieser normale Kaffee, entweder gemahlen oder ganze Bohne, schon geröstet, aber ganze Bohne. Dann gibt es eben auch den Espresso-Kaffee, der ist dann noch ein bisschen teurer. Frage mich jetzt nicht nach dem Preis, haben wir nicht im Shop. Wenn man aber sagt, man will unbedingt regelmäßig diesen Espresso-Kaffee haben, können wir den auch mal besorgen. Der kommt eben von der Firma Imico, beziehungsweise von dem Peter Werner. Und er mischt dann eben für diesen Klassik-Kaffee 65% Robusta, 35% Arabica-Bohnen. Erhält dann einen kräftigen aromatischen Geschmack. Und das schien ihm noch sehr am Herzen zu liegen. Das hat er uns damals mit Begeisterung erzählt. Und wir haben es ja auch sehen können. Er hatte dann kleine Röstmaschinen, wo er dann mal so 20 Kilo drin immer röstete oder so. Und er röstet die, ich meine, es waren 20 Minuten bei 160 Grad. Also lange, er hat eine lange Röstzeit bei einer etwas niedrigeren Temperatur, aber eine lange Röstzeit. Und dadurch, dass er mit einer niedrigeren Temperatur und einer langen Zeit arbeitet, kann er eben auch den innen drin, den innersten Kern der Kaffeebohne, kann er den auch durchrösten. Das sieht man an dem Kaffee, dass der komplett durchgeröstet ist, dass der etwas dunkler ist als der normale Kaffee, den Sie als Kaffee im Supermarkt kaufen können. Also der ist gleichmäßiger durchgeröstet, weil er langsamer und bei niedriger Temperatur geröstet ist. Das heißt, er verbrennt nicht, aber die Hitze kommt tatsächlich auch mit den 20 Minuten dann tief rein in die Kaffeebohne. Und das ist wichtig, weil Kaffee ungeröstet richtig Magenprobleme und Schwierigkeiten verursacht und viele Leute deswegen keinen Kaffee vertragen, weil ein normaler Kaffee aus dem Supermarkt oftmals mit diesen industriellen Röstern geröstet ist. Und die rösten innerhalb von 5 Minuten, glaube ich. 5 Minuten nur, nicht 20 Minuten, 5 Minuten. Große Trommelröster, die das bei 250 Grad rösten. So hat er mir das damals erklärt im Vortrag. Und das funktioniert zwar von außen, aber dadurch, dass sie so schnell sind, kommen sie mit der Hitze nicht unbedingt in den Kern und haben deswegen den Kern nicht ganz durchgerüstet. Das sieht man daran, dass der Kaffee mitunter einen etwas helleren Farbton hat, wobei der heute vielleicht auch noch gefärbt wird hinterher, wenn man Pech hat. Aber der Punkt ist, dieser Kaffee, der in so einem Industrieröstern durchgeröstet wird, hat dann mitunter eine schlechtere Verträglichkeit, weil er nicht so, weil er bei höheren Temperaturen aber nicht ganz in den Kern durchgeröstet ist. Und eher wie gesagt, schonende Röstung bei niedrigen Temperaturen, aber längere Zeit, 20 Minuten. 25 Minuten, ich glaube, bis zu einer halben Stunde, bis so ein bestimmter Geruch kommt, aha, das ist es, jetzt können wir den Kaffee ernten bzw. abfüllen. Das ist dann die ganze Bohne, wir bieten das in ganze Bohne und in schon gemahlenen Zustand an. Dadurch, dass da EM mit drin ist, bzw. in der Produktion, EM ist ja nicht mit drin, aber Kaffeebohne wird so gewaschen, bzw. es wird beim Anbau verwendet. Wir wissen, wenn wir EM im Anbau verwenden, das haben wir an vielen Punkten schon nachweisen können, dass EM dann auch, dass die Früchte, die mit EM angebaut werden, mehr Antioxidantien enthalten, kräftiger sind in der Farbe, mehr Vitamine enthalten. Das kann man richtig im Labor mit so einem Redox-Potentialtest nachweisen. Mehr freie Elektronen hat der Rolf Zimmermann früher immer gemacht. Richtig Test rein, einmal Blaubeeren mit EM, einmal Blaubeeren ohne EM.
Da war jetzt noch nicht so viel zu sehen auf dem Acker. Der Trach sah noch relativ gleich aus. Aber im Labor konnte er den Bauern sagen, das ist der Kaffee mit EM. Das sind waren die Blaubeeren mit EM. Die haben mehr Antioxidantien, das konnte er nachweisen. Und also selbst wenn man jetzt noch nicht vielleicht sieht, dass da jetzt sehr viel höhere Erträge kommen oder dass man vielleicht noch nicht das Auge dafür hat, dass er ein anderer Farbton ist, man sieht es, man kann es chemisch nachweisen an den Produkten, die sind gehaltvoller an Antioxidantien und Vitaminen. Und so ist es auch beim Kaffee, gehaltvoller an Antioxidantien. Und dadurch wird er auch nicht so schlecht, oxidiert nicht so schnell, ist länger haltbar. Dass er weniger schimmelt, habe ich schon gesagt. Also, das unser EM-Kaffee. Und an alle Kaffeetrinker da draußen, die das mögen, halten Sie sich nicht zurück. Damit machen Sie nichts verkehrt. Und ja, Prosit, beziehungsweise einen guten Kaffeegenuss. Bis dann, bis nächste Woche. Ihr Marco Heckel.